Hallo Leute, ja, wir sind hier nach dem komischen letzten Mal, wo wir in so einem Loch waren und kaum rausgekommen sind, wieder in unserer Basis. Müssen mal schauen, wie wir das alles hier hinkriegen. Ich sehe ja, dass wir letztens mal diese Erdkanister nicht hatten und hier liegen alles so kleine Sachen, ne? Die haben wir irgendwie verloren, oder? Kann das sein? Ich verstehe es nicht so ganz. Da müssen wir mal gucken, was da Sache ist und packen das mal wieder ein und hoffen, dass wir das dann alles so hinkriegen. Ich denke, nach dem Intro schauen wir mal, warum das so ist. Also hier, da ist dieser Erde... Nee, doch, das ist der Erdkanister, den, ne? Und ich weiß gar nicht, warum das so mini hier ist. Warum ist mein Rucksack verloren gegangen zum Beispiel? Ja, da sind so viele Proben und sowas hier. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was da schiefgelaufen ist. Wenn da einer eine Ahnung von hat, immer mal her mit der Lösung. Was ist das jetzt für ein Ding? Noch ein Kabelstecker. Haben wir mal keine Luft. Was ist denn jetzt für ein schwieriges Exemplar hier? Was ist das überhaupt? Ach so, das ist eine Dingens hier, Solarpanel, ne? Oder an der Arbeitslicht ist das. So, jetzt sehen wir was. Hier haben wir die Batterie. Da müssen wir sowieso mal gucken. Das ist mit Sonnenaufgang, Untergang. Ist alles so ein bisschen schwierig. Jetzt machen wir gerade den Rucksack auf. War das denn jetzt alles so, wie wir das uns vorstellen? Ich glaube auch noch nicht, ne? Oh, hört ihr Bürostärkung mehr? Das brauchen wir. Den Hämmer, den hatten wir, glaube ich, da auch dran, ne? Was haben wir hier noch? Breite Anpassung und das. Erhöht die Geschwindigkeit, ja? Da war die Boost-Anpassung aber bestimmt dabei gehabt. Den Hämmer können wir mal anmachen, damit wir nicht alles kaputt machen. So. Der kommt hier oben hin, damit wir den immer schön sehen, ne? So, das ist jetzt erstmal gut. Der kann erstmal nochmal raus. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Solarpanel irgendwie anders hinstellen, weil das klappt ja auch noch nicht so ganz. Aber wir haben keinen Sauerstoff mehr. Das steht da nicht gut, sagen wir es mal so, ne? Und jetzt nehmen wir unsere Booster-Anpassung mal und bauen hier mal einen Turm irgendwie. Geht das jetzt nicht? Wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt gerade hier kein Dingens habe. Kann ich so machen? Nee. Ich habe keinen Strom in meinem Rucksack oder was? Will der mir sagen. Kriege ich Strom, wenn ich hier dran bin? Ja, ne? Muss die Batterie dafür voll sein? Okay, werden wir sehen. So, ich will auf jeden Fall jetzt hier die Booster-Anpassung hoch machen. Kann es sein, dass ich nicht genug Erde habe? Doch, ich habe doch die Erde da. Ach, ich habe den Hämmer an. Das ist mein Problem. Mach den aus. So, und jetzt noch mal das Ganze in die Höhe. So, das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur eine Fläche, die einigermaßen so schräg ist, dass noch der Solarpanel dahin passt. Mach den mal weg. Kurz einmal Luft holen gehen. Passt. Gut. So, jetzt die Batterie da näher ran. Dann den Stecker da oben nehmen und hoffen, dass das jetzt bis hier unten hinreicht. Tut es auch, sehr gut. Und dann den Stecker da dran, passt auch. So, was haben wir jetzt hier noch liegen? Wir hatten schon was gebaut, eine Plattform. Die haben wir auch.
machen wir mal hier hin und da kommt der große Drucker drauf. Das war unser Ziel schon, ne? Und der kommt jetzt da dran. So, dann sind wir schon einen Schritt weiter, ne? Wieder an Sauerstoff hier schön dran, ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier bauen können. Schmelzofen brauchen wir jetzt nicht. Erdzentrifuge, Chemielabor, nee. Forschungskammer, die wäre interessant. Exo-Auftragsplattform. Brauchen wir Keramik, Handelsplattform geht nicht. Große Plattform A. Die gefällt mir aber nicht. Große Plattform B, die gefällt mir schon eher. Da brauchen wir aber noch Harz für. Das ist die große erweiterte. Buggy haben wir. Großer Drucker. Brauchen wir ein Dreigemisch. Und dann sind wir schon wieder beim Schmelzofen. Ne, da sind wir durch. Das heißt Harz. Wir bräuchten jetzt Harz und da vorne liegt Harz. Sag schon Harz und Gemisch brauchen wir. Und Ammonium ist da vorne auch noch. Gucken wir zu, dass wir erstmal hier das Gemisch abbauen. Keine Energie mehr, na super. Einmal zum Auto zurück. Wir haben schon dreimal Harz, glaube ich, oder? Ja. Was braucht man jetzt hierfür? Gemisch. Keramik haben wir hier nicht. Die große Plattform A ist nicht interessant, die große Plattform B ist es. Die will ich auf jeden Fall haben. So, und jetzt müssen wir noch mal gucken, das war... Was ist das da? Ist das Gemisch? Ja. Eigentlich müssten wir hier die große Anpassung haben, ne? Kein Strom mehr. Wie viel haben wir denn ersammelt hier? Gar nichts. Das bedeutet, wir müssen unser Auto, glaube ich, mitnehmen, weil da Energie dran ist. Geht das so? Irgendwie habe ich die Breiteanpassung nicht dran. Das ist ein großes Problem noch. War hier nicht gerade noch mehr Gemisch? Da ist Gemisch. Ich wollte eigentlich nicht das organische Zeug, ich wollte eigentlich Dingens haben. Das Schutt. Schutt kann ich mal hier hochlegen, oder? Ah, der fällt irgendwo anders hin. Gut, einmal zum Auto wegen Luft. Gibt es jetzt nicht mehr zum Abbauen? Ist organisch. Was ist denn da oben? Feststoff-Sprungbooster. So, was haben wir hier? Nix, ne? Oh doch, hier ist auch nochmal Gemisch. Haben wir den hier schon mal abgebaut wohl. Und wieder dunkel. Ab zum Auto. Lädt auf. Aber die Batterie da ist gleich leer. Noch mal Gemisch holen. Das ist alle. So, okay, dann F.
Einmal aussteigen. Jetzt haben wir jetzt hier die Plattform fertig. Na genau. Dann gucken wir uns die mal gerade an. Das ist jetzt unsere große Plattform. Die stellen wir mal da ein. Schließen die hier auch ans Netz an. So, das passt schon mal. So, jetzt ist die Frage, was wir da drauf bauen. Entweder einen Ofen oder ein Forschungsding. Großer Drucker, Schmelzofen. Da fehlt uns 2 Harz. Ich glaube, wir besorgen uns noch die 2 Harz. Die waren doch hier auch um die Ecke, oder? Wo war das Harz? Da? Da war das Harz, oder? Einmal Harz. Zweimal Harz. Auf zum Auto. Luft holen. Und dann den Drucker aktivieren, oder? Gemisch. Schmelzofen. So, dann kriegen wir hier auch noch was raus. Okay, der ist also auch an und funktioniert. Was ist denn hier an diesem Ding da anzuschließen? Kann ich das schnell sehen? Ah, da ist so ein Symbol dran. Ne? Ah, da muss ich nachgucken. Das Symbol habe ich jetzt mir eingeprägt und hoffe, dass ich das jetzt sofort finde. Dann gucken wir doch da mal gerade nach. Nee, war das nicht, ne? Wo ist denn das hier? Ja, hier ist es. Und dieses Symbol, was da drauf ist, ist was? Wolfram wohl, oder? Ich glaube, das war das. Könnte man nochmal gucken gehen. Ist kein Strom mehr da. Ja, sieht nach Wolfram aus. Gut, okay. Und dann wissen wir das auch. Ich glaube nicht, dass hier Wolfram liegt, oder? Doch, tatsächlich haben wir Wolfram da. Dann kriegen wir schnell da mal hin. Luft haben wir wiederholt, ja. Muss es hin, da muss es hin. Wolfram. Und was ist drinne? Forschungsgegenstand, etwas größer. Naja, dann wollen wir mal gucken, dass wir den mitnehmen. Ja. Und mit F konnte ich den an meinen Körper ziehen, ne? Diesmal geklappt. So, dann können wir den hier aber fallen lassen. Ah, der geht da schon mal drauf. Das ist schon mal gut. Und hier war jetzt ein Ofen, den wir machen. Ofen war jetzt nicht so das, was wir brauchen, wenn wir die Forschung machen wollen. Naja. Was ist das? Auch ein Forschungsgegenstand. Na, lassen wir da liegen. Kleiner Drucker, was war da im Angebot? Große Plattform.
Rohrsitz brauchen wir nicht. Traktor wäre mit Aluminium schön. Hänger wäre auch schön. Kleiner Kanister brauchen wir nicht. Arbeitslicht haben wir. Flutlicht brauchen wir nicht. Mittelgroßer Drucker haben wir gemacht. Der Sauerstoffmacher. Was war das? Keramik und Aluminium. Aluminium? Ne, das ist Zink. Keramik und Aluminium. Okay, dann haben wir das hier noch nicht. Die Sonne muss aufgehen, damit unser Solarpanel wieder geht. Und dann müssen wir weiter gucken. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.